Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr ein Edelstahl-Duschset, ein Regenduschsystem installiert. Dazu müssen wir natürlich erstmal die alte rausballern, also demontieren. Raus mit der alten, rein mit der neuen. Für eine vernünftige Duschinstallation brauchen wir eigentlich ein bisschen mehr Platz. Ich habe hier wenig Platz, vor allem wenn ihr zugucken wollt. Aber folgendes. Wir haben also als allererstes, müssen wir in einem System, in einem Duschsystem, wo nicht eine Mischbatterie dabei ist oder ein Thermostat, dann reicht es, wenn wir das bereits vorhandene Thermostat einfach zudrehen. Wir müssen also kein Wasser abstellen im Haus. Das ist ja durch das Ventil im Thermostat oder, wenn die Mischbatterie hier wäre, in der Mischbatterie schon erfolgt. Wichtig ist jetzt nur, dass ihr während der Installation vielleicht das Wasser zulasst und nicht dann die nassen Füße bekommt. Dann müssen wir uns gucken, hier ist der Fliesenspiegel. Hier ist die Mischbatterie bzw. das Thermostat, wo das Wasser also herkommt. Und dann sollten wir uns innerhalb von einem halben Meter circa schon bewegen zum Anschlusspunkt hier. Und was ihr versuchen solltet, versucht die Fliesen nicht anzubohren, sondern versucht immer in einer Fuge zu bohren. Das heißt also, in unserem Fall wäre diese Fuge hier wäre die richtige, weil dann sind wir im Center und können hier eine schöne Beregnung haben. Wie zeichnen wir das denn jetzt an? Wir benötigen einmal den oberen Punkt, das ist dieses Teil, das wird oben installiert. Die Fliese haben wir schon auserwählt, das ist diese hier. Jetzt geht es darum zu messen, wo wir die Löcher positionieren wollen. Das heißt, wir nehmen jetzt einmal, wir können das so schon mal anhalten und herausfinden, in welche Höhe wir uns hier gerne bewegen wollen. Wenn ihr zum Beispiel Kinder habt, dann geht ihr lieber ein bisschen tiefer rein als höher, weil wir hier oben noch ausziehen können. Passt auf, wenn wir hier nämlich aufmachen, wir gehen jetzt mal davon aus, das würde hier ungefähr sein, in der Höhe, dann können wir das hier ausziehen. Mal hier auf diese Höhe. So, das wäre die beste Möglichkeit. Hier sind wir nämlich dann ungefähr hier auf den Schnittpunkt, hier alles cool. Dann machen wir es hier hin und können jetzt also hier den ersten Bohrpunkt setzen, beziehungsweise hier oben nehmen wir die. Hier nehmen wir dann die Kreuzung für den ersten Bohrpunkt. So, das heißt, hier haben wir unseren ersten Bohrpunkt. Über die Gerade, oder dass es gerade ist, können wir mit Wasserwaage arbeiten, sicher, aber ihr könnt oder solltet den Fliesenspiegel immer beachten. Das heißt also, wenn die Fuge hier ist, ist das auch gerade. Und nun gehen wir vom oberen Punkt bis zu unserem Punkt nach unten, also den oberen Punkt haben wir jetzt. Jetzt haben wir also einen Punkt ausgewählt und können dann am unteren Ende dieses Teil dann auch befestigen. Okay, also ein Punkt ist fest. Jetzt können wir das hier wegpacken, weil jetzt können wir von oben nach unten messen und haben so unsere Löcher schon ermittelt. So, erstes Loch haben wir definiert. Das ist hier oben. So, jetzt legen wir einen Messlatz an. So, genau. Und gehen nun runter bis 65 cm. Und bei den 65 cm machen wir wieder einen Ohrpunkt. Das ist jetzt unser zweites Loch. So haben wir jetzt erstes Loch oben, zweites Loch unten. Dort sind unsere beiden ersten Bohrlöcher, die wir jetzt drillen werden. Okay, 65 cm sind nämlich der Lochabstand zwischen dem obersten und dem unteren Haltepunkt von unserer Duschwand. Hier jetzt Löcher bohren, Dübel setzen. Und hier unten müssen wir noch gleich einmachen, aber das machen wir mit der Schablone. Hier sind wir jetzt wieder beim unteren Bohrloch. Und jetzt brauchen wir die Schablone, also sprich den unteren Teil. Ne? Überlegt euch, hier soll das drankommen, um dort später dann den unteren Teil unseres Systems zu bringen. Hier ist außerdem auch das Ventil drin, was wechselt zwischen oben und unten. Ja, jetzt brauchen wir erstmal die kleine Madenschrauben hier. Müssen wir rausdrehen an beiden Seiten, um dann an die Schablone da drinnen zu kommen, an diese Kupfer,
da ist an diese Kupferplatte. So, hier ist die Kupferplatte, die wir jetzt also so rum installieren. Und jetzt können wir hier auf unser Loch die Kupferplatte legen. So. Und werden dann ein weiteres Loch vorzeichnen, was dann einfach unter dem hier auf der Schablone auf dem unteren Part ist. Denkt dabei immer an, mittig anzuzeichnen, weil wir wollen schön in der Fliese drinnen bleiben. So, hier seht ihr, da kommt später dann unser Freund rein. Das ist das Haltesystem, was wir festmachen. Und oben genau das gleiche, nur oben ist mit einem Loch, hier unten mit zwei Löchern. Jetzt können wir also losbohren und die Dübel setzen. Beim Bohren solltet ihr extra Fliesenbohrer verwenden oder neuwertige Betonbohrer. Und ihr dürft kein Schlagwerk benutzen, sondern einfach nur euren Bohrhammer mit der Bohrfunktion. Und so kommt ihr dann auch gechillt rein und könnt die Löcher setzen. Dübelgröße ist meistens ein 8er. So, jetzt kommt unser Oberteil dran. Ich habe jetzt einen Schraubendreher genommen, Schraube rein und jetzt können wir die hier mit verschrauben. Ne? Dann haben wir nämlich oben schon mal fest und da kommt ja unser System gleich rein. Das ist der obere Anschlagpunkt. Schraube rein, festdrehen, superb. Und jetzt weiter. Ne? Ihr seht, ich habe hier das Freundchen. Wir gehen an unsere gemachten Löcher und drehen jetzt oben unsere Schraube rein und natürlich auch unten. Ne? Wir haben die ja so auseinandergesetzt, dass wir die beiden jetzt parallel anschrauben und haben dann mit hier oben eine Diagonale. Guck mal, ich habe hier noch nicht ganz festgemacht, weil das brauchen wir gleich noch, damit wir ein bisschen Luft haben. Da ist nämlich so ein Langloch drin, seht ihr das? Lasst euch da also noch ein bisschen Luft, bis wir gleich zur richtigen Anpassung kommen. Und hier kommt jetzt die zweite Schraube auch noch mit rein. Und dann können wir mit der Montage fortfahren. So, zweite Schraube setzen und auch diese hineindrehen. So, das sind jetzt beide Anschlagpunkte an unserem Fliesenspiegel hier. Oben und unten. Als nächstes kommt hier unser Verteilzentrum. Das schwabbeln wir hier jetzt an. Denkt daran, dass die Verbindung zu unserem Duschsystem oben ist und die Verbindung zu unserem Versorgesystem unten ist. Jetzt nehmen wir uns an der Seite hier und dort jeweils einen Imbus und drehen das Teil jetzt fest. Einfach rein und nach rechts festdrehen. Dann ist das nämlich fest mit der Wand verbunden dann. So sieht es dann aus. Dann ist unten schon installiert. Vor allen Dingen richtet das gerade aus. Nicht so schräg, sondern schön gerade. Jetzt haben wir unten fest. Hier seht ihr, fest. Ich kann auch schon Ventil drehen etc. Ne? So, was wir jetzt machen müssen, ist, bevor wir dieses Ding jetzt wieder aufhängen, so, müssen wir nämlich hier unsere verstellbare Brause noch einbauen. Da müsst ihr euch überlegen, wo soll die Brause später sein, rechts oder links? Könnt ihr beidseitig einsetzen. So, also rein damit. Zack, jetzt haben wir das Ding also drin, können es hoch und runter fahren. Und nun machen wir mal einen Test. Wir stecken das hier unten rein. So. Und dann richten wir das hier oben aus. So. Und ihr seht, ganz gut gearbeitet. Jetzt wissen wir also hier oben genau die Höhe, wenn das hier unten eingerastet ist, im Bajonettverschluss eingerastet ist, können wir hier oben jetzt die Verstellung nach rechts, links, hoch, runter machen, weil es ist ja ein Langloch drin. Wenn wir das haben, halten wir es fest, so wie wir es haben wollen, richten es aus, alles ist gut, okay, dann können wir das jetzt hier oben festhalten und holen das Ding kurz wieder raus. So. Jetzt stellen wir das zur Seite und schrauben hier oben fest. Deshalb solltet ihr nämlich vorhin das noch nicht ganz festziehen, weil wir es ja noch einstellen mussten. So, das haben wir jetzt gemacht. Jetzt ist es auch hier oben fest. Und nun können wir hingehen und unser Hauptsystem installieren. Das heißt, hier unten reindrücken, hier unten, bis es einrastet. So, zack, platsch, das muss ganz drauf. Und dann gehen wir hier oben rein. Jetzt sind wir drinnen und haben unser System schon installiert. Nice, oder? Tete. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier oben und unten die Madenschrauben zudrehen, sowie hier unten auf der linken Seite die Madenschrauben auch fest. Dann ist nämlich unsere Dusche fest verbunden miteinander.
So, jetzt hier zur Seite, schön festdrücken und reindrehen. Verbunden. Jetzt sind wir hier verbunden, unten ist verbunden, unten hat eine Madenschraube, oben gibt es zwei. So, jetzt sind wir oben, auch hier wieder Madenschraube, festziehen, ab und hier oben ist auch noch eine, da müssen wir auch noch rein. Die Madenschraube ziehen wir jetzt auch fest, zack, alles klar. So, damit haben wir oben verbunden und unten verbunden. Und unser Tischsystem hat in der Mitte sogar noch die Möglichkeit zum Hoch- und Runterfahren. Das nicht vergessen, sonst müsst ihr alles wieder abbauen. So, das waren jetzt die Festmacharbeiten. Jetzt werden wir die Handbrause installieren. Hier ist die Handbrause. Die Handbrause kommt an das lange Kabel dran oder an die lange Leitung. Und die Handbrause kommt an die Seite, wo etwas mehr Material ist. Okay, auch dort wieder achten, dass da eine Dichtung drin ist und dann können wir das handfest festschrauben. Wer zu wenig Power hat, der nimmt dann einfach wieder eine Wasserrohrzange und ein bisschen nachziehen. Und nun können wir das Teil hier einhängen und haben unsere Brause schon fertig, die wir jetzt auf die andere Seite noch packen müssen. Sprich, die müssen wir jetzt natürlich noch mit unserem System hier verbinden. Dafür gehen wir nach unten, zack, und nehmen das vordere Loch. Das vordere Loch wird genommen und dort schrauben wir jetzt unsere Handbrause rein. So, vorderes Loch. Auch wieder schön festdrehen. Auch hier könnt ihr, wenn es zu wenig Power ist, könnt ihr auch mit einer Wasserrohrzange nachhelfen. Jetzt haben wir noch ein kurzes. Das kurze kommt im hinteren Bereich rein. Das ist nämlich der hintere Bereich. Das heißt hier auch, beide Anschlüsse sind identisch. Reindrehen. Auch einfach reindrehen, nach rechts drehen, bis die Verbindung steht. Und jetzt brauchen wir natürlich dann noch eine Wasserversorgung. Die Wasserversorgung macht hier in diesem Fall ein Thermostat. Es gibt aber bestimmt auch Systeme da draußen, wo ihr dann eine Mischbatterie hier anschließt. Beides ist möglich. Und das sollte ein Standardanschluss sein. Also gebe ich hier an unser Thermostat dran und schrauben auch dieses fest. Damit kommt jetzt das Wasser aus dem Thermostat, läuft hier rein und wird hier gewechselt zwischen nach oben oder zur Handbrause. So, auch hier wieder füllen, festdrehen. Wenn es nicht reicht, dann einfach mit einer Wasserrohrzange nachziehen. So, haben wir schon mal hier jetzt unsere Handbrause installiert und was jetzt noch fehlt, ist natürlich oben die Hauptattraktion. Ja, die obere Dusche. Yeah. Jetzt kommen wir zum oberen Freund. Da sollte eine Dichtung mit drin sein. Schaut immer, dass da eine Dichtung mit drin ist. Und dann können wir das hier oben ranschrauben. So, dranhalten und nach rechts bewegen. So, schön gerade dran, damit das Gewinde auch packt. Also jetzt könnt ihr hier dran drehen, bis es fest ist. Und dann auch hier gilt wieder dahinter, handfest, wenn es nicht ganz reicht, nochmal mit einer Schraube, mit einer besagten Freundin nachziehen. Hier können wir jetzt die Höhe noch einstellen. Das heißt, wir schieben das jetzt ein bisschen nach oben und dann drehen wir es fest. Und dann ist unsere Dusche damit fertig installiert und kann ausprobiert werden. Also es sind ein paar Schritte, die ihr schon beachten müsst. Immer vorsichtig arbeiten und dann habt ihr so ein schönes Duschsystem danach. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zum Zoom!